Lieber zu spät als zu früh und herzlich willkommen Filmfans heute zu einer Solo-Review von mir zu Solo Star Wars Story. Ja, eine passende Überleitung habe ich mir jetzt an dieser Stelle nicht einfallen lassen. Und ja, ein Film, der mittlerweile ein ziemliches schweres Debakel für Disney und Lucasfilm ist und der dann doch beweist, dass viele gesagt haben, wir wollen einfach diesen Film nicht, weil wir ihn einfach nicht brauchen. Und ja, ich könnte auch von rein sagen, dieser Film war eigentlich komplett unnötig, komplett überflüssig. Auf der anderen Seite, das ist auch jetzt so ein bisschen so ein Widerspruch, habe ich mit diesem Film dennoch eine gute Zeit im Kino verbracht, habe viel Spaß mit diesem Film gehabt, obwohl er schon so seine Problemchen und Schwächen hat. Und das hat natürlich ganz klar angefangen, schon während der Produktion des Films, als nach ein paar Monaten die Regisseure Phil Lord und Chris Miller dann vom Set entfernt worden sind, weil sie einfach zu viel improvisiert haben. Sie wollten diesen Film mehr zu einer eher locker, leichten Gangsterkomödie Outer Space machen, so im Stile von Guardians of the Galaxy. Und sich nicht zu sklavisch an das Drehbuch von Lawrence Kasdan gehalten haben. Wobei ich mir denke, diese Story, die uns der Film zeigt, das ist das, was Lawrence Kasdan seit, keine Ahnung wann, den 90ern immer so im Kopf rumgewabert ist oder schon seit den 80ern. Obwohl es jetzt an sich nicht das erste Mal ist, dass quasi ein Charakter, den George Lucas einstmals erschaffen hat, so etwas wie eine Vorgeschichte spendiert bekommt. Ja? Das Ganze ist schon mal mit Indiana Jones passiert, Anfang der 90er, mit Sean Patrick Flannery, der den jungen Indiana Jones verkörpert hat in einer TV-Serie, die ich allerdings so großartig nie mitbekommen habe, oder hätte es mich sicherlich auch mal interessiert, wieso die Fans quasi auf diese Art reagiert hätten, wie man so versucht, einen Charakter vermeintlicherweise seinen Mythos zu berauben, ihn zu entmystifizieren. Wobei ich mich frage, was beim Charakter wie Han Solo jetzt so mystisch war an sich. Ja, als ich in jungen Jahren den ersten Star Wars Film gesehen habe, habe ich halt diesen coolen, arroganten, kriminellen Schmuggler gesehen. Habe mich allerdings nie so gefragt, wo der Typ herkommt, was sein Lieblingsessen ist, was seine Eltern zuvor gemacht haben, wie erschwert seine Kindheit und Jugend war. Das habe ich mich ehrlich gesagt nicht gefragt. Ich habe mich einfach verdammt an diesen geilen Charakter erfreut. Ja, und Alden Ehrenreich, der den jungen Han Solo spielt, macht das auf jeden Fall nicht schlecht, muss man einfach mal sagen. Natürlich gab es immer dieses Gerücht, da wäre ein Schauspielcoach am Set gewesen, weil Ehrenreich scheinbar nicht gut genug wäre, aber er zeigt in dem Film ganz klar, dass er auf jeden Fall ein ordentlicher, guter Schauspieler ist. Vielleicht sogar einer, der noch in den nächsten Jahren weiterreifen kann, der sich auch weiterentwickeln kann. Viele sagen, es wäre eher ein Imitator im Set gewesen, vielleicht auch ein Pantomime, wer weiß auch immer. Und deswegen ist immer noch, bin ich so im Überlegen, was halt dieser Han Solo ist. Ob er eine Variation ist, ob er eine Imitation ist oder ob er vielleicht eine Interpretation von Alden Ehrenreich ist. Und das Problem ist halt, Ehrenreich selber kann sich in dem Film irgendwo entfalten, aber es ist halt nicht so dieser Standalone-Film für diesen Charakter und es ist halt auch kein Standalone-Film an sich, denn dieser Film endet leider nicht so rund wie einstmals Rogue One, wo es halt nur diese eine Story zu erzählen gab mit diesem Füllhorn an Figuren, die einem eventuell nicht ans Herz gewachsen sind, aber die eine wichtige Funktion hatten und die dennoch genug Credibility und Charisma hatten, wie man es jetzt so aussprechen würde. Nein, es ist ganz klar die Frage, wohin die Reise gehen würde. Und als dann vom Kinostart rauskam, okay, gut, es wird nicht ein Solo-Film kommen, es werden vielleicht drei werden, eine Spin-Off-Trilogie. Das hat sicherlich den einen oder anderen dann doch noch ein bisschen mehr den Appetit auf diesen Film versaut. Oder denjenigen, die sich eventuell mit mehr mit dem beschäftigen wollten. Und natürlich geht es hier auch ein Stück weit um Gewinnmaximierung. Nur durch diesen Film schrumpft im Moment wieder etwas der Gewinn oder dieser Gedanke, das Ganze noch zu vergrößern. Und natürlich freut es mich, wenn jedes Jahr ein neuer Star Wars Film rauskommt. Zumindest einer. Es ist nicht so wie bei Marvel, wo dieses Jahr ein wirklich, wo man schon zugeschmissen wird. Und das ist noch lange nicht rum. Ja, wenn man bedenkt, was da noch kommt, ist es natürlich schön, weil man sieht einfach auch von den Produktionswerten, dass diese Filme dann doch etwas bodenständiger sind, dass sie auch auf sehr viele praktische Dinge setzen, was Sets angeht, was die ganzen Schauplätze angeht, was die Effekte angeht, vor allem die Creature Effects von Neil Scanlan sind bis dato die besten, die ich in einem Star Wars Film gesehen habe, zumindest jetzt aus dem neuen Kader, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, weil hier einfach so viele verschiedene Spezies gezeigt werden, auf der anderen Seite der Film dann doch von den Bildern recht leer ist, was die Figuren angeht. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Über weite Strecken haben wir natürlich auch ein bisschen so diese Western-Anleihen, die in diesen Filmen drin stecken. Wir haben natürlich auch mehr oder weniger so diesen Heist-Movie-Part, der da noch vorkommt und alles, was drumherum ist, obwohl die Story an sich
dann doch recht altmodisch und auch recht altbacken erzählt wird und einfach hinten raus einfach sich auch nicht die Zeit nimmt, vielleicht mit der einen oder anderen Überraschung rumzukommen. Außer diese Überraschung ist irgendein Charakter, den man vielleicht in den letzten Jahren nicht vermisst hat oder der halt woanders halt im Serienformat dann doch seine eigene Geschichte wieder zurückbekommen hat oder diese weitererzählt worden ist. Und das ist natürlich die Frage, wie sehr der Fanservice einen stört oder nicht. Ich muss sagen, der Fanservice war hier dann doch sehr versteckt teilweise in Dialogen. Es gab natürlich einige wenige optische Referenzen auch zum Ende hin, dieses eine Cameo, was mich natürlich irgendwo erfreut hat, obwohl dann auch viele am Rätseln waren, ist es halt diese Figur. Aber ich meine mal, man sollte nicht erwarten, dass dieser Charakter so taufrisch wie vor fast 20 Jahren daherkommt. Dazwischen liegen viele Jahre und Charaktere altern natürlich ganz klar. Und das ist natürlich etwas, was man irgendwo liebend gerne mitnimmt, während andere Figuren dann doch irgendwie eine relativ eigenartige Entwicklung im Verlauf des Films hinlegen. Das gilt sicherlich vor allem für Emilia Clarks Charakter Kira, die so die Jugendfreundin, Jugendliebe von Han verkörpert, aber dann irgendwann so, denke ich mir so, eigentlich nicht großartig essentiell für den Part ist. Und ja, okay, wir haben ja einen feministischen Androiden noch mit an Bord oder Roboter, der einem sicherlich auch schnell auf den Senkel gehen könnte, der hier sogar über weite Stelle sogar der menschlichste Charakter von allen war. Und das ist okay, gut, in jedem Star Wars Film gehört irgendwo ein irgendwo ein Roboter rein. Ist natürlich nur die Frage für sich, ja. Natürlich wird ja auch ein bisschen so die Beziehung oder wie diese Freundschaft zwischen Han und Chewbacca entstanden ist, wird ja natürlich ganz klar auch aufgedröselt. Natürlich haben die beiden genug Screentime miteinander. Da hätte ich mir sicherlich ein bisschen mehr gewünscht. Jonas Sotomo, der hier zum zweiten Mal ganz alleine diesen Charakter verkörpert, nachdem er so ein bisschen so das Stunt-Double für Peter Mayhew bei Episode 7 war und dessen Part dann bei Episode 8 übernommen hatte, weil der halt auch nicht mehr der Jüngste ist, macht seine Sache richtig gut, bringt natürlich auch die nötige Physis mit, ist ein finnischer Basketballspieler und haut hier natürlich vieles rein. Und ich muss sagen, Chewie ist einfach nach wie vor ein absolut herziger Charakter, mit dem man wirklich viel Spaß haben kann, ja, auch wenn er hin und wieder mal Porks brät. Dann haben wir natürlich auch ganz klar hier Woody Harrelson, der einfach seine Show her einfach, würde ich schon fast sagen, runterrattet, aber jetzt auch nicht wirklich störend war. Aber nebenbei gibt es natürlich auch einige Darsteller, die in diesem Film absolut unterfordert sind. Damit zum Beispiel Tandy Newton, die Tobias Beckett's Love Interest Val spielt, die einfach ja nicht viel zu tun hat und dann auch komplett in der ersten Filmhälfte dann so über Bord geworfen wird. Das gilt auch für einen CGI-Charakter namens Rio Durant, der im Original von dem Iron Man 1 und 2 Regisseur Jon Favreau gesprochen wird, der mir richtig gut gefallen hat. Ein wirklich sehr, sehr guter, plastischer CGI-Charakter, dieser Alien-Affe, der mir wirklich richtig gut gefallen hat, mit seinen flapsigen Sprüchen, auch so mit seinem Charakter, den er so in den wenigen Szenen, die er hat, wirklich gut rüberbringen kann, aber irgendwie wird dieser Charakter dann auch relativ schnell abgefrühstückt, über Bord geworfen, was ich sehr schade finde. Auch so ein Charakter wie Emphys Nest und ihre vermeintliche Schmugglerbande haben mir sehr gut gefallen, vor allem wenn da der Score so für diese etwas neueren Figuren dann so ein eigenes Thema anlegt. Und ja, John Polvers Score ist sicherlich jetzt nicht der beste Score, aber er bringt schon dennoch einige wirklich sehr hörenswerte Melodien mit sich. John Williams hat auch eigens ein Han Solo-Thema nochmal komponiert, das er ihm auch gegeben hat, das er auch für diesen Film adaptiert hat. Und ich muss sagen, der Score ist halt so eine Mischung aus neuen und altbekannten Dingen und das passt einfach so. Natürlich kann man darüber argumentieren, dass halt durch die Musik nicht jetzt wirklich das Star Wars Feeling entsteht. Das ist halt immer das, was in dem Film drinsteckt, was die eigene Identität ist und was halt mehr oder weniger Ron Howard dann auch gemacht hat, der halt diesen Film letzten Endes beenden musste. Und Ron Howard ist auf jeden Fall ein guter, routinierter Handwerker, der sein Handwerk übrigens bei Roger Corman gelehrt hat, wie viele andere alteingesessene Regisseure, die es später natürlich ganz klar nach ganz oben geschafft haben. Und der Mann muss sich jetzt auch nichts beweisen. Seine letzteren Filme wurden zumindest von den Kritikern sehr gut aufgenommen, waren jetzt allerdings auch nicht die größten Hits am Box Office, was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber Ron Howard selber weiß natürlich ganz klar, was er macht und er hat das Ding einfach gewuppt. Er hat sich fast sklavisch an das Drehbuch gehalten. Natürlich gab es dann zumindest eine Umbesetzung bei einer Figur, und zwar bei der von Dryden Voss. Michael K. Williams sollte eigentlich diese Figur verkörpern, hatte natürlich auch ein paar Szenen gedreht gehabt, aber als dann mehr oder weniger so die Dreharbeiten sich in Länge gezogen haben, noch die Nachdrehs dazu kamen, hatte er einfach andere terminliche Verpflichtungen und deswegen wurde er mehr oder weniger dann aus dem Film rausgeschmissen und diese Figur neu besetzt mit Paul Bettany, den wir vor allem sicherlich alle als Vision aus den Avengers-Filmen kennen. Und
Der hat in dem Film eigentlich nicht viel zu tun, nur zwei Szenen, in denen er ein bisschen rumplappert, rumsteht. Sein Make-up ist relativ eigenartig, er sieht aus wie so ein knuspriger Schinkenmann, ja, als wäre er mit dem Gesicht so auf dem Grill eingeschlafen. Und dann ist er aufgewacht und hat gesehen, dass er diese schönen Speckstreifen im Gesicht hat. Ein sehr, sehr eigenartiger, eigentlich auch nein, ein überflüssiger Charakter, den man eigentlich hätte auch so komplett aus dem Film rauslassen können. Aber da ja Crimson Dawn da ist, muss ja irgendjemand dieses Syndikat verkörpern. Und das hätte man sich auch ein bisschen anders machen können und diesem Syndikat gar kein Gesicht geben können. Und dann hätte man am Ende auch so mit dieser einen vermeintlichen Charakterentwicklung um die Ecke kommen können. Wer auf jeden Fall noch positiv auffällt, dann doch mehr so, ist ganz klar Donald Glover, der im Moment so allerdings musikalisch als Childish Gambino sicherlich mehr Erfolge feiert als halt mit diesem Film. Hier als Lando Calrissian, und das macht er wirklich richtig, richtig gut. Natürlich gab es auch am Anfang so eine News von wegen, ja, Donald Glovers Part, Lando Calrissian wird eventuell auch aus dem Film rausfliegen oder ganz, ganz klein. Dem ist zum Glück nicht so, weil er dann doch irgendwo eine recht wichtige Figur ist. Für diese Story, zumindest für diesen Storystrang, wenn es um den Millennium Falcon geht und er da wirklich sehr, sehr viel Charme reinlegt, das macht wirklich viel Spaß. Und da kann man natürlich dann weniger davon ausgehen, dass wir es hier mit einer Imitation oder mit einer Variation zu tun. Das ist einfach Glovers Interpretation dieses Charakters selber. Er legt da sehr, sehr, sehr viel von sich selbst, von seinem Charakter in die Waagschale rein und liefert wirklich eine sehr, sehr schöne Performance ab. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Diese Szene, in der er dabei ist mit seinem staubtrockenen Humor, das macht natürlich viel aus. Dieser Film hat eine ganze Menge Humor, der allerdings jetzt nicht so störend ist, wie bei manch anderem Star Wars Film von mancher Weise. Wobei, wenn man sich die letzten Jedi mehr und mehr anschaut, dann sieht man so, dass der Humor doch sehr dosiert worden ist. Ja, weniger als in 5 Marvel Filmen zusammen, würde ich jetzt schon fast sagen. Und das ist eigentlich alles, was man zu diesem Film sagen kann. Es ist wirklich der Film, den wirklich eigentlich gar keiner wollte. Es ist der Film, der aufbaut, mehr zu sein, halt zu einer vermeintlichen Spin-Off-Trilogie, die es allerdings so nicht geben dürfte, weil wer die Zahlen sieht, der weiß ganz klar, dass das Ding ein absolutes finanzielles Debakel mittlerweile jetzt schon geworden ist, weil einfach großartig kein Interesse daran besteht, oder ist vielleicht auch irgendwo noch die Nachwirkungen sind von die letzten Jedi, der doch deutlich enttäuscht hatte, die meisten in ihren Erwartungen, aber wo ich sagen muss, wo der Film mich dann noch mehr stärker in diese Welt gesogen hat, in das Star Wars Universum, als halt eben dieser Film, weil er in der ersten Dreiviertelstunde so gut anfängt und dann doch ein bisschen abbaut und das Ende selber sehr, sehr unrund wirkt, ja, nach hinten raus, und man einfach sieht, okay, das ist ein Türchen offen, wo dann noch 1-2 Filme kommen werden, um diese Story selber mit diesem einen Charakter dann noch irgendwie abzuschließen und dann noch viele andere Abenteuer zu bringen, die Han und Chewbacca dann bestreiten müssen. Aber ich glaube, dazu dürfte es nicht kommen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch ganz klar darüber streiten, ob man dann auch weitere Spin-Off-Filme braucht über Charaktere, die man eigentlich so kennt und wo man eigentlich nicht mehr wissen möchte. Ja. Der Obi-Wan Kenobi-Film mag sich zwar cool anhören, aber es ist halt die Frage, was das dann werden sollte, wenn überhaupt. Es kann auch sein, dass irgendwann die Spin-Offs komplett über den Haufen geworfen werden und man sich dann auf was überhaupt Neues konzentriert. Denn immerhin, wenn Game of Thrones ausläuft, sind ja D.B. Weiss und David Benioff damit beschäftigt, dann ja sozusagen ihre eigene Star Wars Trilogie aufzubauen. Rian Johnson kommt noch um die Ecke. Es gibt eine ganze Menge Baustellen, die müssen erstmal abgeackert werden. Denn da steht jetzt nicht so ein riesiger Masterplan, wie es jetzt zum Beispiel bei Marvel ist, der über ein ganzes Jahrzehnt verfolgt worden ist, ja. Hier ist es ein bisschen anders, aber was man halt in diese Filme mehr reinlegen kann, als zum Beispiel bei den Marvel-Filmen, ist so die eigene Identität, dass man den Film ein Stück weit dann noch mehr von seiner eigenen Handschrift mitgibt. Ja, natürlich kann man mit einem Film in die Ecke kommen, wo fast der komplette Cast oder 99% halt schwarz sind, wo wir Afrofuturismus haben, wenn der Film im Nachhinein dann doch relativ trashig dann wirkt, ja. Das ist sicherlich etwas, was ich dann noch irgendwann nochmal ansprechen dürfte. Aber davon würde ich mir wesentlich mehr wünschen, denn Blockbuster-Filme können auch mehr als nur unterhalten. Sie können auch gewisserweise einen guten Inhalt haben, sie können auch Tiefgang vermitteln. Im Moment ist es halt so, die Zeitpläne selber, wie Filme terminiert werden, wann sie ins Kino sollen, das sorgt natürlich dafür, dass dann doch so ein bisschen die Zeit fehlt, um das Ganze ein bisschen besser abschließen zu können oder um dem Werk
halt das nötige etwas zu geben, was dann auch irgendwie rüberkommt. Und das fehlt halt diesem Film ein Stück weit, weil halt zwei Regisseure damit angefangen haben und halt ein Routinier wie Rod Howard, der über 40 Jahre Berufserfahrung hat in diesem Job, natürlich das irgendwie abschließen musste. Und das merkt man dem Film irgendwo nicht an, aber man muss ganz klar sagen, da wäre definitiv mehr drin gewesen und deswegen bekommt Solo, a Star Wars Story von mir, dennoch noch gute 7,5 von 10 Punkte, weil der Film mich dennoch wirklich gut unterhalten hat mit einer sehr guten ersten Hälfte und leider auch mit einer recht guten generischen zweiten Hälfte und einem nicht wirklich so runden Ende, wie ich es mir gewünscht hätte, da man dann doch ein paar mehr Pläne an sich hatte mit eben diesem Charakter und halt auch dieser Spin-Off-Idee, die da schon seit Ewigkeiten da vor allem im Kopf von Lawrence Kasdan rumgeschwebt ist. Ja, ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den Film so findet, was ihr daran gut findet, was ihr weniger gut findet. Könnt ihr alle eure Gedanken wieder in die Kommentare reinposten. Würde mich mal wieder freuen, obwohl ich mit dieser Kritik doch sehr recht spät daran bin. Aber jetzt so die Tage, so nach dem Schauen des Films, hatte ich dann noch genug Zeit, um darüber zu grübeln, um das halt mehr oder weniger zusammenzufassen, was mich so an Solo Star Wars darüber bewegt oder eben nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall dann zu einer neuen Kritik oder zu einem anderen Video auf diesem Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.